Na gut, den glaube ich zu weit weg. Ach, gleich wieder Bullen. Really? Mann. Ah, noch einen Kopf geschossen. Was hält der da bloß seine Birne so hin? Ja. Naja, das ist, für dich ist es gut, für ihn nicht. Hm. Dachte ich gerade, eigentlich fast selber umgebracht, ne? Nö. Hatte ich nicht, ich war das. Cool, wir haben die Maske Pinker Affe freigeschaltet. Ist das nicht cool? Also ich find's cool. Weil ich nicht weiß, wie die aussieht, der Name ist schon cool. Ich glaube, ich muss mir jetzt die Maske Pinker Affe kaufen. Bloß um zu erfahren, wie sie aussieht. Fahre ich gleich zum Maskenladen und guck sie mir an. Und wir haben neue Fahrzeugteile. Die neue Fahrzeugteile? Ja, wir können bei wir können jetzt in Los Santos Customs irgendwas Neues machen. Bleib ich einfach stehen, dann werde ich bestimmt nicht gefunden. Ja, hier kann der Heli nicht reingucken. Und die anderen sind ja nicht. Oh. Ach so. Ich wollte gerade sagen, können die durch die Wand gucken? Ich wollte gerade schon sagen, ich wollte gerade schon fragen, ob die durch die Wand gucken können. Dann bringen die einen von innen um. Wir wollen. So, der Typ ist schon mal tot. Oh. Immerhin habe ich einen. Warum größeres sind da drei Banken in der Nähe? Das sind, glaube ich, keine Banken. Es ist irgendwas anderes. Können wir mal die Bank überfallen? Nee, Banküberfall ist viel, können wir jetzt, machen wir jetzt nicht. So braucht man irgendwelche fremden Leute, um die Banküberfälle zu machen. So habe ich jetzt auch gerade keine Lust. Ich will die Schellenstelle machen. Es dauert. Es dauert einen Moment, bis es weitergeht. Bei, wenn du da Unsterblichkeit machst. Geht der Ordner nicht. Ach so. Ja, ist cheaten. Oh, excuse me. I'm late for a meeting. Hey, enjoy the rest. Du hast Hunger? Nein. Sein Sohn hat Hunger. Oh, Chick. Ja, das war so viel Knete. Solo! Ja! Jetzt habe ich es endlich bekommen. Krass. So, jetzt habe ich es endlich hinbekommen. Ja, stell dir mal vor, das ist, es gibt auch schon so einen Wagen, wo der, ja, ich habe eine Idee. Panzer. Ja, du kannst ja einen Panzer klauen, bis die Polizei fertig ist. Dann kannst du erstmal so mitten in der Stadt mit einem Panzer rumfahren. Ja, kann man. Was, dann kommen andere Panzer vom Militär und ballern den Panzer ab. Und ist dein Panzer weg? Man kann theoretisch Panzer klauen, ja. Auf dem GTA dafür im PC kann ich mir sogar einen Panzer spawnen, wenn ich das will. Da drüben habe ich eine Mod-Menü drauf. Auf dem PC. Deswegen kann ich da auch Panzer spawnen. Also mir so einen Panzer holen, ohne ihn dann zu klauen, so. Dann bist du jetzt endlich mal ein paar Leuten einen Kopfschuss verpassen und nicht einfach bloß daneben ziehen. Ihre Zielsbus daneben. Ach, dann weiß ich noch nicht, was dann passiert. Da ziehen 29 Kopfschüsse mit dem Doppel-Action-Revolver, um eine GTA-Belohnung zu erhalten. Muss noch 29 Kopfschüsse schaffen. Oh, ups. Daneben geschossen. So ein Scheiß aber auch. Sind die gerade ernsthaft beide vor ein Auto gelaufen? Toll, jetzt sind sie weg. Na gut. Aber wie dumm muss man sein, sie sind gerade vor ein Auto gelaufen.
Munition. Pistolenmunition. So, jetzt haben wir wieder 1713 Schuss. 1719 Schuss, das sollte erstmal reichen. Für die Sturm-MP haben wir ein großes Magazin freigeschaltet. So, dann gucken wir mal. Ach ja, und wir haben die neue Maske Pinker Affe freigeschaltet. Das hatten wir eben gerade schon. Da vorne ein paar Menschen. Leise hingehen. Leise hingehen, du läufst gerade mitten über die Straße. Nee, bei einem von hinten. Damit sie es nicht sehen. Damit sie es nicht checken, weißt du, aber wenn sie es sehen, dann laufen sie direkt weg. So. Klar, ne? Also so ist die Leute an von hinten. Du musst aber auch schon genau zielen auf den Kopf, ne? Ja, jetzt ist es viel zu schwierig. Vor allem bist du gerade von irgendjemandem umgebracht. Ja, da vorne. Okay. Alles klar. Ja, das war ein Typ mit einer Waffe, der sein Waffenrecht aus Amerika mal ausnutzt. Ein krasser Typ war das. Mhm. So, macht man das. Mal jetzt, nachdem ich ihn erst umgebracht habe, checkt er überhaupt das, was hier passiert. Ist das ein... Ja, der ist weg. Klar, ne? So macht man das. Hattest du nicht gerade eben Sterne? Ich bin ja gestorben, deswegen sind die wieder weg. Nicht ein Stern zumindest. Ja, und ich bin gestorben, deswegen ist der wieder weg. Sobald man stirbt. Ich bin ja tot, also haben sie, also müssen sie ja nicht mehr nachher fahnden, ne? Also suchen sie mich nicht mehr. Da haben sie meine tote Leiche gefunden und war der Fall für sie beendet. Weil es vergehen ja zwischen mir immer ein paar. Also. Deswegen. Auf einer Theorie haben sie jetzt meine Leiche gefunden und war der Fall für sie zu Ende. Auf mal hinter den Typen drin, ja, und dann. Na, ja, auf den Kopf ziehen. Wir mal üben. Guck mal. Und der läuft da im Kreis wie sonst was. So! Guck mal, so. Jetzt haben wir wieder einen Stern. Deswegen nehme ich mir immer ein bisschen Zeit, damit ich genau auch wirklich den Kopf treffe, damit das auch zählt. Ne? Der ist weg. Der ist viel zu weit weg, den triffst du nicht mehr. Hier ist also auch kein Marinal weggelaufen. Ja. Der Bulle von der anderen Straßenseite. Bleibt es so rot. Bumm! Siege. Du bist tot! Wie viele Sterne hatte ich? Weiß ich nicht. Oh Mann, oh. Ist doch scheißegal, weil es sowieso bloß 2 oder 3. Das ist nicht viel. Es geht bis zu 5. Mhm. Ja. Für mich ist es schon gut. 2 erreicht man ganz einfach. Man muss einfach irgendwie einen Stern erreichen, dann vor der Polizei abhauen und sobald du einmal von der Polizei weg bist, kriegst du einen zweiten Stern. Sobald du einmal aus ihrem Radius raus bist, kriegst du sofort einen zweiten Stern. Deswegen. Und 3 Sterne kriegst du halt sofort, wenn du einen Bullen umbringst. Dann kriegst du 3 Sterne. Weil die hab ich irgendwie auch getroffen. Voll in Arsch. Vor allem der Revolver hat eine ganz schöne Distanz, ne? Wenn ich sie von da hinten noch getroffen hab. Oh ja. Komm, jetzt lass uns aber ihr Geld kauen. Oh, ja, die müsste ich jetzt einzahlen, damit wir sie behalten. Wir machen das jetzt immer so, sobald er stirbt, ist der andere dran, ne? Okay.
Ja. Soll wir sowieso andauernd sterben. Aber immerhin ein paar Leute umbringen. So, nächste Kopfschuss. Sperren wir die. Keine Ahnung, 25 oder wie viel noch übrig sind, schon noch schaffen. Ich weiß, aber man hat halt leider keine Übersicht. So und so viele Kopfschüsse auch übrig. Da müsste man halt einmal aus GTA Online rausgehen oder halt warten, bis wir wieder entsprechend genug haben. Oh, jetzt bin ich wieder tot. Ja. Jetzt bist du wieder dran. Achso, wir machen einmal abwechselnd. Habe ich doch gerade gesagt. Habe ich gerade gesagt, ja. Halt dein Maul. Ja, die nerven einfach. Die wollen einfach irgendwelchen teuren Scheiß, den seit ein paar Mal, als der in den letzten Monaten zu GTA dazugekommen ist, verkaufen. Weil es gibt so ein paar coole Sachen, die in GTA Online dazugekommen sind, die kosten aber einfach Millionen. Ne? Es gibt richtig coole neue Sachen, aber die kosten einfach viel zu viel. Als dass ich es nicht mehr leisten könnte. Ich werde bestimmt kein Geld für dieses Spiel nochmal ausgeben. Warte mal. Dem zeige ich's. Du bleibst hier. Weißt du? Nord. Weißt du, so hebt ihr die Fresse wohl mal mit sich? Guck mal. Wollte mein Glück versuchen. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Wenigstens haben wir jetzt nicht direkt einen Stern bekommen. Ich glaube, wenn du beim ersten Menschen direkt einen Kopfschuss erzielst, erzielst du auf jeden Fall einen Stern. Sonst, wenn du ihn normal tötest, hast du ja eine größere Chance, dass du einen Stern bekommst. Ne? Ich glaube aber, wenn du ihn in den Kopf schießt, dann bekommst du sofort einen Stern. Dann guck jetzt, dass du sofort einen Stern bekommst. Oh! Das war, glaube ich, auch noch ein Kopfschuss. Ja. Am Ende kriegt man so 10.000 Dollar! Mhm. Haben über eine Stunde Kopfschüsse gefahren, dann gibt's am Ende so 10.000 Dollar. Ja. Weil wir spielen diese Schatze mit der Schatzruhe insgesamt, glaube ich, gerade schon so seit einer Stunde, ne? Von daher. Mal gucken, wann die Scheißbohnen aufhören. So. Oder wann sie ich finden, das kann auch sein. Aber ein Stern ist es nicht so wahrscheinlich. Das heißt, wir fahren jetzt hier rückwärts runter und dann... Ja, sie fahren jetzt hier rein. Das kann natürlich auch passieren. Es kann auch sein, dass sie dich komplett in Ruhe lassen. Aber wir lassen ihn zu doof, dahin zu fahren. Nehmen wir deinen Revolver, damit wir... ablehnen. Der wäre auch bloß irgendwelchen Teil, die man auch bloß irgendwelchen tollen Scheiß verkaufen. Aber ich bin cool, ich habe ein Headset im Ohr, ne? Ich muss eigentlich nie ans Telefon gehen. Hab stehen ein Headset im Ohr. Der Typ. Jetzt ist der Typ tot. Er schießt. Warte, ich schieße Post. Wenn er gerade an dieser Verletzung gestorben ist, schieße ich ihn trotzdem im Kopf. Vor allem erst nachdem er gestorben ist, verblutet er. Nachdem er schon tot ist, strömt das Blut aus ihm heraus. Ne? Nicht vorher oder so, ne, erst nachdem er nun wirklich tot ist. Hallo, Schäferle. Das bin ich gerade. Guck, das mach ich nämlich. Das kommt mir so vor, sobald du ein... Oh, nach 20 Kopfschüsse! Sobald du halt dir, wenn du... Mach weiter. Weil du halt einen Kopfschuss direkt landest, kommst du mir vor, als wirst du einen direkten Stern bekommen. Also auf jeden Fall 20 Kopfschüsse an, haben wir es geschafft. Weil das Witzige ist ja, wenn du unsterblich bist, wenn so gibst du dir so 5 Sterne, dann kannst du ganz in Ruhe zu den Polizisten gehen und ihm erstmal mit einem Messer oder so abstechen. Ganz ruhig. Und ganz ruhig hinlaufen, um ihn dann mit einem Messer zu stechen.
Oh, hinter ein paar Leute. Ey, wollen wir U-Bahn fahren und nebenbei ein paar Leute umbringen? Oh ja, mitten in der U-Bahn. So. Die laufen gerade ernsthaft. Die laufen gerade ernsthaft auf den U-Bahn-Gleisen rum. Tschüss. Komm schon. Hier ist auch noch einer. Da oben ist doch jemand. Ach, die Bullen haben mich gefunden. Ach, wie lame ist das denn? Guck mal, ich verwies ihn in die U-Bahn-Gleise. Die Bullen haben mich gefunden. Ach, wie lame. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die U-Bahn-Station wäre, könnten wir mal U-Bahn fahren. Aber bis dahin haben wir ein paar Kopfschüsse zusammen, ne? Ja, geh mal in die Fußgängerzone. Da sind besonders viele Fußgänger, ne? Mal da vorne. Mal. Kann man noch bestimmt. Ja. Hier. Hier vorne kann man noch bestimmt ein paar fahren. Oh, wenn die eigentlich gleich losschreien würde, dann fordere ich jetzt nur ein paar Todesopfer. Du hast losgeschrien und die ganze Menge aufgescheucht. Das war ein Fehler. Alter, was für eine weite Range hat der bitte? Die ist da hinten gewesen, oder ich habe sie noch erschossen. Alles klar. Die Kugel fliegt aber ganz schön weit, ne? Irgendwie finde ich den Revolver ja ganz cool. Hat schon wieder jemand geschrien. Steht jemand einfach so. Wäre nicht drum. Und jetzt hat er sich hat in die Nee, von einer ab. Mal weiter erstmal. Ich dachte, nehmen wir ein paar Leute. Cool, $21. Nächster abgefarmt. Vor allem die Bullen verfolgen mich gar nicht. Ich. Ach, jetzt haben sie mich gefunden. Nächster. So, jetzt erstmal ganz in Ruhe mit Zebrastreifen laufen. Oh, jetzt haben sie mir. Jetzt haben sie endlich mal ihre Wachen gezogen. Tunnel. Nervt das. Nö, ich will ja noch mehr schreien. Ich will noch mehr Geld farmen. Mal gucken, wie viel Geld ich farme, bis endlich die Polizisten mich umbringen. Das sehen wir jetzt mal. Ja, natürlich. Warum denn nicht? Kein Weg raus, kein Weg raus. Ja, ich baue jetzt nicht den hier ab. Ist mir egal, wenn sie mich abballern, dann ballern sie mich ab. Hab ich keine Reue. Halt, der andere duckt sich erstmal. Ich mach gar nichts, ich stehe jetzt rum. Der andere ist erstmal so vollkommen geduckt. Ja, das hat's noch gebracht. So. Die Nerven. Einfach nur die Nerven. Guck mal, da vorne bin ich gestorben. Hier bin ich gerade auch hier und gerade auch tausende von Menschen lang gelaufen. Jetzt ist hier Stille. Und alle Leichen wurden weggeräumt. So, als würde niemals dieser Amoklauf geschehen sein. Aber ich stehe einfach wieder auf und mache weiter.
das irgendwie mit 100 so um die 100 Taler gehabt. Ja, 91 Donner. Nee, ich hab schon 97 gehabt. Ja, ist mir auch egal. Okay, jetzt habe ich wieder 38. Und selbst wenn, ist mir auch egal. Im Vipador geht's mir nicht. Jetzt geht mir eher um die Kopfschüsse, weil ich gerne hatte. Und die Pador, ich kann jetzt natürlich nach jedem paar Dollar. Stell dir vor, du kriegst nur ein Dollar. Ja, man kriegt schon ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie viel es ist. Wir werden es gleich herausfinden. Sobald wir diese Aufgabe endlich gelöst haben. Ich könnte natürlich jetzt auch googeln, wie viel es ist, aber das wäre ja komplett lame. Ja, der Typ weiß, wie man seinen Sportwagen bedient. So, den Typ habe ich einen Kopfschuss verpasst. Noch so weit. Ja, das meine ich doch, der hat eine Range wie sonst was, dieser Revolver. So, und das waren wieder zwei Kopfschüsse. Und jetzt habe ich doch schon wieder 95 Dollar. Da sind noch doll. Und da ist der nächste. So. Ja. Du, aber zuerst, so war der nächste. Den habe ich extra so gezielt, dass ich den Kopf treffe. Oh, du bist ja das Arschloch, ich bin gerade am Nachladen und du erschießt mich einfach. Also ja. Skrupellos, die Polizisten. Hm. Warte. Oh, noch 10 Kopfschüsse, guck mal. Die letzten 10 darfst du machen. Hm, werden wir erfahren, wie viel Geld wir bekommen. Ich habe jetzt bestimmt so 100 Menschen umgebracht, aber erst 50 Kopfschüsse erzielt? Oder wie viel mussten wir insgesamt? Ja, 40. Ne? Ich habe so viele Menschen umgebracht, aber wir haben erst 40 mehr Kopfschüsse erzielt. Ne? Ich weiß nicht, ob es noch mehr solcher Schatzsuchen gibt, wie jetzt zum Beispiel, ne? Aber eigentlich ist das ja ganz cool. Also ich fand das auch ganz cool, einfach mal, ne, ist ja mal wieder was anderes. Hier sind ein paar Leute. Du sollst ja auch im Kopf treffen. Ne, einfach drauf losballern. Jesus. Man, sie hat Jesus gesagt. Na und du hast ihn trotzdem mit dem Kopfschuss umgebracht. Ja, es nicht irgendwie so ein Dings gibt, sondern eine kleine Mitteilung, so und so viele Kopfschüsse erzielt, ne? Also dass das Spiel dir anzeigt, sobald du einen Kopfschuss erzielt hast, ne? Aber nur egal. Ich meine, ich finde den Revolver cool, aber so wollte ich jetzt nicht damit spielen, ne? Ja, unbedingt. Dann ist er unbedingt. Ja, aber das machen wir ja bloß, um das Geld zu bekommen. Hm? Ja, habe ich ordentlich ein bisschen Geld. Wenn wir das jetzt so weiter durchziehen. Und vielleicht, wenn wir endlich damit fertig sind, noch ein paar Missionen spielen. Dann gibt es ja innerhalb der nächsten Woche noch 250.000 plus ein paar tausend extra Rückzahlen. Vor allem der rennt einfach zu seinem Auto. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Er rennt einfach los zu seinem Auto. Man, du kannst ihn sogar treffen. Von hier. Man kann ihn sogar treffen. Oh, da ist gerade jemand gestorben. Ich glaube, da ist gerade jemand an seinen inneren Verblutungen gestorben. Ist er gerade ernsthaft in den Busch gefahren? Oh, du hast ihn sogar so hingelegt, dass er sogar noch die Hupe trifft. Oh, passend. Das ist normalerweise, wenn man... Also, wenn Menschen ja im Auto erschossen werden, dann landen die ja im Auto. Wenn du ihnen so einen Kopfschuss gibst oder so. Jo.
Mann, oh, ich wollte dich ja. Du triffst ja sowieso nicht. Oh, der andere läuft sogar weg, weil er was bemerkt. Oh, ich hab sogar auf einen anderen ge. Oh, guck mal. Das ist doch die perfekte Killstreak jetzt. Jo. Okay, und jetzt bin ich zu weit weg. Ja, zu weit weg. Guck mal, das war auch die perfekte Killstreak. Ja, da war jetzt bestimmt, ja, 3 oder 4 waren das bestimmt. 5. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt alle im Kopf getroffen habe. Ne? Soweit ich gesehen hab, doch. Ja, weiß man aber nicht. Aber werden wir ja gleich sehen, wenn wir auch ein paar umbringen. Sobald er sagt, hier ist dein Geld, dann wissen wir, dass wir alle geschafft haben. Ne? Von daher ist ja auch egal. Sobald er uns sagt, wir kriegen Geld, dann haben wir alle geschafft. So, der ist auch noch tot. Ich habe ja 1568 Schüsse übrig, sie alle umzubringen. Ja, von daher habe ich ja auch ein paar Schüsse. Was tue ich wohl gerade? Und mein Leben laufe ich nicht. Spring mal auf dem Dach da. Guck mal, ich hab's auch schon geschafft. Bin die Polizei los. Jetzt hat er mich bemerkt, Mist. Der ist tot. Den krieg ich nicht. Wir kriegen, egal, weil ich jetzt mache, gleich einen Stern. Oh, gleich 2. Weißt du warum? Weil du in den Kopf geschossen hast. Nö. Weil hier vorne die Polizeistation ist. Ja. Ich töte hier gerade durchs Gitter hindurch. Mal, läuft er auch schon. Guck mal, gleich ist er da. Oh, da ist er. Hier vorne ist eine Polizeistation. Wo läuft er eigentlich hin? Holt er jetzt einen Einsatzwagen oder wie? Auf jeden Fall hier vorne ist eine Polizeistation. Na, ich habe 3 Sterne. Ich hab aber ein paar Cops umgebracht. Da und da. Guten Tag. Oh no. Officer on the ground. Oh, da hat jemand erfasst, dass ich einen Officer umgebracht habe. Oh, scheiße. Guck mal, die suchen mich. Ja, ist doch bestimmt ein Bewerbungsplakat. Aber ich werde jetzt Polizisten, nachdem ich ein paar Polizisten umgebracht habe. Die suchen doch bestimmt jetzt wieder ein paar Polizisten, ne? Ich werde jetzt auch Polizist. Und dann bringe ich im Dienst Menschen um. Was soll ein Polizist mir? Ich bin ein Polizist. Wie viel? 50.000? 10.000? 200. Wenn ich richtig gesehen habe, waren das gerade 250.000.
Es waren 250.000. Guck mal, wie viel du hast. Ja, 430.000 Dollar. Es waren nur 250.000 Dollar. Wir haben jetzt 430.506 Dollar. Ja. Das war eine krasse Summe Geld. Was ist denn los? Achso. Komm, den letzten. Der lebt noch. Das war jetzt der letzte so. Das war's. Kannst du aufhören. Kannst du den Krankenwagen noch zum Schluss schlagen. Und dieser krassen GTA Herausforderung mit Schatzsuche am Anfang. Also das war's jetzt. Unser krassen GTA Herausforderung. Nehmen wir nun nach guten anderthalb Stunden erst einen Schatz gesucht, dann 50 Leute geheadshottet haben, aber jetzt dafür 250.000 GTA-Dollar bekommen. Ja, das ist eine krasse Summe Geld. Aber da ja aktuell die GTA-Aktion läuft, kriegen wir ja sowieso nächste Woche nochmal 250.000. Das heißt, wenn wir auch so ein bisschen weiter sparen, können wir uns dem nächsten krasses Fahrzeug kaufen. Aber das ist noch ein bisschen hin. Bis dahin zerfährt er hier lieber mit dem Krankenwagen die Garteneinrichtung. Ja, das war crazy. Er ist gerade gegen eine Leitplanke gefahren. Das war wirklich crazy. Oh, sie lebt sogar noch. Wenn die A schreit, schreit ich B und C und D und E. Du bist gerade den Kopf entkommen. Oh, cool. So. Controller weg. Nächster Raum. Das ist Ruhe für heute. Jetzt gehen wir auf den Pisser. So, jetzt ist Ruhe für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.